Stuttgart-Stammheim 1975. Die Köpfe der Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion kommen vor Gericht. Ein Prozess gegen eine Generation, zu der ich natürlich auch gehörte. Revolutionäre oder Mörder? Das Verfahren spaltet das Land. Auf der Flucht erschießen! Auf der Flucht erschießen! Die Welt bestand ja eigentlich nur noch aus zwei sehr groben Farben. Hier ist schwarz und da ist weiß. Auch im Gerichtssaal. Konfrontationen und Grabenkämpfe. Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich möchte ich habe Sie nicht ausreden lassen. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Für die Richter war das tatsächlich nicht einfach. Das steht fest. Die Republik ist in Aufruhr. Wie kann im Schatten des Terrors Recht gesprochen werden? Also es war niederdrückend und da habe ich schon bemerkt, dass ich völlig fertig war. Nicht nur für die Angeklagten wird das Urteil von Stammheim lauten, lebenslänglich. Haftanstalt Wittlich, 1974. Wenige Wochen vor Prozessbeginn. Seit zwei Monaten befindet sich das RAF-Mitglied Holger Mainz im Hungerstreik, um die Zusammenlegung mit den anderen Angeklagten zu erzwingen. Er ruft nach seinen Anwälten. Ich musste, um mit ihm zu sprechen, so schwach war er bereits und völlig abgemagert, sah man natürlich, musste mein Ohr direkt an seinen Mund legen. Und da sagte er mir, bitte, bitte, kümmere dich darum, dass ich so ganz schnell jetzt nach Stammheim vernichte. Es waren, glaube ich, zwei, drei Tage vor dem Wochenende. Mainz Anwälte alarmieren Theodor Prinzing, den zuständigen Richter im RAF-Prozess. Prinzing telefoniert mit der Haftanstalt in Wittlich. Keine Rede sei davon, dass der am Sterben läge. Der sei noch beweglich, der laufe noch umher. Und der Arzt sei gar nicht da, der betrachtet die Sache auch nicht als bedrohlich. Am selben Abend, es ist der 9. November, findet in Stuttgart eine Solidaritätsveranstaltung von Anwälten und Angehörigen der inhaftierten RAF-Gefangenen statt. Sie wollen erreichen, dass die Haftbedingungen erleichtert werden. Mit dabei ist auch Gabriele Prinzing, die Tochter des Richters im RAF-Prozess. Ich muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit sympathisiert habe mit der RAF. Das waren für mich diejenigen, die einfach mal den Mut hatten, über das Philosophieren und Diskutieren und Grübeln und Fragen rauszugehen und zu agieren. In die Versammlung platzt eine Schreckensnachricht. Holger Mainz ist gestorben. Die Stimmung war eigentlich so, fühlte sich gefährlich an. Alle standen auf. Mörder! Und da habe ich bloß nur zittert und bebt. Weil Mörder war klar, sie meinen meinen Vater. Dann wurde spontan irgendwo verabredet, wir gehen zu Herrn Prinzing und protestieren. Holger Mainz ermordet! Prinzings Adresse steht im Stuttgarter Telefonbuch. Seine Tochter warnt ihn telefonisch. Da unten standen sie und schrien Mörder, Mörder. 200, 300 Leute. Und oben standen zwei Polizisten mit entsicherter Maschinenpistole. Nach einer Stunde ziehen die Demonstranten ab. Aber das ist erst der Auftakt. Der Tod von Holger Mainz bedeutete auch eine Verschärfung der Position gegenüber dem Gericht, auch insbesondere dem Vorsitzenden, Herrn Prinzing. Der Richter ist jetzt im Visier der RAF. Das werde ich nie vergessen, weil das genau die, das war der Grenzgang. Irgendwo, du fürchtest um das Leben deines Vaters und du willst und tust alles, dass ihm nichts passiert. Und auf der anderen Seite konnte die Empörung der Anwesenden teilen. Ganz klar, Holger Mainz starben. Ja. Sie war, wie man sagen muss, knall links. Und das waren die Studenten damals weitestgehend auch. Eine Generation geprägt von der Studentenrevolte 1968. Das heißt, Sehnsucht nach Veränderung, Protest gegen den Staat, gegen Autoritäten,
gegen die braune Vergangenheit. Wir wollten verändern damals, das war eigentlich so die Grundstimmung, nie wieder Faschismus, nie wieder Nazi-Zeit. Und das hat alles andere überwogen. Die Straßenschlachten von 68 hinterlassen Spuren in dieser Generation. Manche sehen in der Gewalt den einzig konsequenten Weg, etwas zu verändern. Wie der Student Holger Mainz. Ich kannte Holger Mainz aus Frankfurt. Da habe ich ihn auf einer Party ein paar Mal getroffen. Da war so eine große, in den Frankfurt intellektuellen Kreisen, da war ich in Frankfurt. Und er war, glaube ich, in der Filmakademie oder irgendwas, was er da machte, weiß ich nicht. Er hatte Filme gedreht, die wurden gezeigt. Mainz schließt sich einer Untergrundgruppe an, die sich Rote Armee-Fraktion nennt. Ihre Gründer, Andreas Bader und Gudrun Enslin, wollen mit Anschlägen die Basis für eine antiimperialistische Revolution schaffen. Auch die Journalistin Ulrike Meinhoff wird Teil der Gruppe. 1972 verübt die RAF 6 brutale Sprengstoffanschläge, unter anderem auf die US-Streitkräfte in Deutschland. Ihr Motiv? Protest gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam. Das war ja auch Allgemeinwissen, dass die hier stationierten US-Kräfte ein ganz wichtiger Faktor in dieser, sage ich ganz bewusst, verbrecherischen Kriegführung in Vietnam war. 4 Tote und rund 50 Verletzte sind die Bilanz des Schreckens. Viele, die bis dahin mit Bader und Meinhoff sympathisierten, sind entsetzt von der Eskalation der Gewalt. Der Protest gegen den Vietnamkrieg eint jedoch weiterhin die RAF und die Linke in Westdeutschland. Weit in die intellektuelle Welt hinein, weit in die Künstlerwelt, in die Studentenwelt, in die Universitäten, waren alles irgendwie Leute, die sich eigentlich mit diesen RAF-Leuten verbunden fühlten. Im Juni 1972 gelingt der Polizei der große Schlag gegen die RAF. Nach einem Feuergefecht werden die führenden Köpfe der Gruppe, Holger Mainz, Jan-Karl Raspe und Andreas Bader, in Frankfurt festgenommen. Kurz darauf auch Gudrun Enslin und Ulrike Meinhoff. Das Paradoxe an der ganzen RAF und auch an dem Stammheimprozess und allem anderen, was später kommt, ja ist, dass sie ihre Bedeutung und ihr größtes Bedrohungspotenzial erst in dem Moment entfaltet, in dem ihre Köpfe hinter Schloss und Riegel gebracht worden sind. Die RAF-Mitglieder kommen in Untersuchungshaft. In Stuttgart-Stammheim soll ihnen der Prozess gemacht werden. Für 12 Millionen Mark wird dafür eigens ein Gerichtsgebäude auf dem Gelände des Gefängnisses gebaut. Ein einmaliger Vorgang in der bundesdeutschen Geschichte. Der Richter des Prozesses ist ein erfahrener Jurist und ehemaliger Leutnant in Hitlers Wehrmacht. Für den Senat handelt es sich hier um einen Straffall, der sich nach den Regeln unserer Prozessordnung abwickelt. Wir werden darauf achten, dass den Angeklagten keine Rechte beschnitten werden, aber umgekehrt, dass die Rechte auch von keiner Seite missbraucht werden. Wir Anwälte hatten zunächst ein normales, unverkrampftes Verhältnis zu dem Richter. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mindestens nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Parteien und mit Anwälten, dass ich mindestens ein erträgliches Niveau schaffen könnte, Verhandlungsniveau. Ende 1974 werden die Köpfe der RAF nach Stammheim verlegt. Dort soll in wenigen Wochen der Prozess gegen Enslin, Raspe, Bader, Meinhoff und Mainz beginnen. Die Anklage lautet auf vierfachen Mord und vieles mehr. Bekennerschreiben der RAF lassen an der Verantwortung der Gruppe kaum Zweifel. Es droht lebenslängliche Haft. Doch die Terroristen spielen nicht mit. Gegen die verschärften Haftbedingungen, die die Behörden verhängen, setzen die Gefangenen auf Hungerstreiks. Das hat es nach 45 noch nie gegeben, dass man das Gefangene, den eigenen Körper als Waffe einsetzen. Und das ist schon wirklich ein enormer Schritt. Denn sie mussten ja damit rechnen, wie auch Holger Mainz, dass sie tatsächlich das auch nicht überlebten. Noch vor Prozessbeginn ist einer der Angeklagten tot. Ein Desaster für die Justiz. Sie steht nun am Pranger. Und die RAF hat einen Märtyrer. Holger, der Kampf geht weiter. Es bleibt für mich der Vorwurf gegen die Anwälte, dass das ganz bewusst gesteuert war. Mainz war ein bewusstes Opfer, um die Stimmung weiter anzuheizen vor dem Prozess.
Es sind Behauptungen. Es sind dieselben Behauptungen, wie wenn der Bundeskanzler Schmidt sagt, wir tragen Waffen von Zelle zu Zelle. Es sind Behauptungen. Und wir lernen ja inzwischen, dass man über Behauptungen auch ein Klima schaffen kann. Für die Anwälte der RAF, allen voran Klaus Croissant, wird die Verteidigung mehr als nur eine juristische Aufgabe. Croissant war schon immer ein Anwalt mit einem ganz starken sozialen Engagement. Und diese Hilfsbereitschaft, die ist natürlich mit der Zeit immer mehr ins Kriminelle abgetaucht. Ich war mit Croissant im Grunde befreundet. Der kam auch immer in mein Theater und schickte dann, wenn ein Programmheft kam ein Mädchen, ich soll für den Herrn Croissant ein Büchel holen und so. Habe ich ja später mal die Umfahndungsplakat. Im Dezember 1974 gelingt Croissant ein Coup. Auf seine Einladung hin besucht der französische Philosoph Jean-Paul Sartre Andreas Baader in Stammheim. Die Meinung im Senat war auch nicht einheitlich, aber es war ja meine Entscheidung allein an sich. Ich habe gesagt, ich lasse es sogar gern rein. Die Leute sollen sehen, dass wir absolut nicht die Angeklagten abschneiden wollen von der Öffentlichkeit. Die karge Besucherzelle hält Sartre für den Raum, in dem Baader gefangen gehalten wird. So kommt es zu einem folgenschweren Missverständnis. Sartre spricht von psychischer Folter. Er sieht ständig das Neonlicht. Erst um 23 Uhr wird es ausgemacht. Bei anderen Häftlingen gar nicht. Im ganzen Land gründen sich Anti-Folter-Komitees, die die RAF-Gefangenen unterstützen wollen oder befreien. Die sogenannte zweite Generation, wie wir heute wissen, rekrutierte sich vor allem aus diesen Anti-Folter-Komitees. Stockholm, April 1975. Die zweite Generation der RAF tritt in Aktion. Das Kommando Holger Mainz nimmt Geiseln in der deutschen Botschaft. Ihre Forderung: Freilassung der Stammheimer Angeklagten. Zwei Botschaftsangehörige werden ermordet. Eine Explosion setzt die Geiselnehmer außer Gefecht. Die Stammheimer Gefangenen wissen von der Planung des Angriffs, trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen. Als sich am selben Abend die Nachricht vom blutigen Ende der Geiselnahme herumspricht, versammelt sich eine Menschenmenge am Stammheimer Zaun. Rauslassen, am ersten Baum aufhängen, da in Stammheim. Das ist auch meine Meinung. Auf der Flucht erschießen, auf der Flucht erschießen. Auge um Auge, Zaun um Zaun. Kurzer Prozess statt fairer Prozess. Und solange die Köpfe der RAF in Haft sitzen, geht auch der Terror weiter. Das hat die allgemeine Stimmung natürlich nicht beruhigt. Im Gegenteil, es hat weiter zur Eskalation der ganzen Atmosphäre beigetragen. 21. Mai 1975. Prozessbeginn. Da waren Journalisten aus vielen Ländern da in Stammheim. Es war eine aufgeregte Stimmung dort. Die Polizei war da auf Pferden und mit Panzerwagen. Und ein Hubschrauber kreiste über uns ganz niedrig. Es ist der größte Terrorprozess in der Geschichte der Republik. Bei manchen ist mehr als Neugier dabei. Wegen dem Prozess selber, wegen Baader. Natürlich wegen der ganzen Gruppe, wegen der RAF, wegen den Zielen, die die Leutchen verfolgen. Deswegen bin ich da. Auch ein 16-jähriger Stuttgarter Schüler will die RAF sehen. Andres Feil ist damals noch Mitglied der Jungen Union. Ich erinnere mich, dass ein Stadtrat mir sagte, es gibt ein Dossier schon über dich. Wenn du in diesem Land noch etwas werden willst, dann geh da nicht hin. Im Visier der Behörden sind besonders die sogenannten Sympathisanten. Kritische Schüler, Studenten, Lehrer geraten in den Verdacht, die RAF zu unterstützen. Misstrauen vergiftet die Stimmung auf beiden Seiten. Dem Staat trauen viele Sympathisanten alles zu, nur keinen fairen Prozess. Angeheizt wird der Konflikt durch einen erneuten Hungerstreik der Angeklagten. Als sie am ersten Verhandlungstag im Gericht erscheinen, sind Prozessbeobachter erschüttert, wie schlecht sie aussehen. Der Gewichtszustand ist nach wie vor bedenklich. Raspe hat ein Gewicht von etwa 48 Kilogramm, Enzlin, die Frau Enzlin ein Gewicht von 42 Kilogramm, Meinhof hat ein Gewicht von 40,5 Kilogramm und Baader hat ein Gewicht von 50 Kilogramm. Das Ansehen der Angeklagten in der Öffentlichkeit, ob es positiv oder negativ war, war ja so, dass Baader sagen konnte,
wenn wir hungerstreiken, rotiert die ganze Republik. Auch seine eigene Tochter Gabriele hat sich den Solidaritätskomitees angeschlossen. Wir waren immer bei solchen Veranstaltungen. Also das muss ich vorstellen, eigentlich, wo irgendwas wahrhaft, da war ich auch. Ihr Vater hat derweil ein Problem. Sind die Angeklagten verhandlungsunfähig, muss der Prozess möglicherweise ausgesetzt werden. Prinzing vermutet, dass das die wahre Absicht hinter dem Hungerstreik ist. Erstens, stimmt das behauptete Untergewicht? Zweitens, worauf ist es zurückzuführen? Drittens, ist es aus ärztlicher Sicht denkbar, dass die Angeklagten mit irgendwelchen Mitteln die Gewichtsabnahme selbst herbeiführen? Herr Bader, ich verwarne Sie. Sie wissen, welche Folgen das haben würde. Was den Prozess rettet? Kurz vor Beginn treten Gesetze in Kraft, die es erlauben, auch ohne die Angeklagten zu verhandeln. Kein Zufall. Es ist 40 Jahre her, da kann ich das ja wohl sagen. Diese juristische Einsicht, dass der Prozess sonst überhaupt nicht hätte angefangen werden können, weil ganz klar war, dass die Angeklagten sich wieder so weit in Hungerzustand bringen würden, dass sie nicht mehr verhandlungsfähig waren. Und das Verfahren ist dann nicht mehr durchführbar. Nicht? Also diese Erkenntnis hat der Senat wohl gehabt und hat den entsprechenden Hinweis gegeben, dass das Verfahren unter diesen Umständen wohl keinen Sinn habe, dass man mit ihm anfängt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass das Gericht selber, einzelne Richter, daran beteiligt gewesen wären, an diesem Gesetzgebungsverfahren das anzuregen, Vorschläge dazu zu machen oder Ähnliches, dann wäre das für mich ein weiterer Grund für die Besorgnis der Befangenheit gewesen. Die neuen Gesetze, die zum Teil offenbar vom Gericht selbst angestoßen wurden, beschneiden auch die Rechte der Verteidiger. Ströbele darf nicht mehr am Verfahren teilnehmen. Der Vorwurf? Unterstützung der RAF. Mit ihm werden auch Klaus Croissant und Kurt Grunewald ausgeschlossen. Und das hat natürlich sehr viel Kritik aus dem Ausland ausgelöst, weil es ja ganz typisch für einen politischen Prozess ist, die Verteidigung auszuschließen. Das sehen wir überall in der Welt. Die Anwälte sind empört. Die Verteidigung ist zerschlagen. Es ist jetzt kurz vor Prozessbeginn sind 3 Anwälte von der Verteidigung ausgeschlossen worden, sodass sie heute von der heutigen Sicht aus sagen können, es gibt keine Verteidigung mehr. Otto Schily, Verteidiger von Gudrun Enslin, sucht den Konflikt im Gerichtssaal. Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich möchte Sie ausreden lassen. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Mit einem Unterschied. Nein, ich bitte mich jetzt ausreden Herr zu lassen. Herr Rechtsanwalt. Nein, Herr Vorsitzender, ich als Vorsitzender habe das Recht, Sie Ihnen haben zu nicht sagen, das Recht, wenn mich Sie zu unterbrechen. Darüber hinaus benehmen. Als wir den Prozesssaal betraten, und das war auch jeden Morgen so, da schlug eine Welle von Aggressivität und Feindseligkeit entgegen. Ja, sogar Hass. Bader und die RAF nutzen den Prozess als Bühne. Das waren Angeklagte, die sehr selbstbewusst waren, die klar sich formulieren konnten, die in der Regel sehr eloquent waren. Und die natürlich auch immer wieder deutlich machten, dass sie überhaupt kein Ziel hatten, einen normalen Strafprozess zu führen, sondern sie wollten den Prozess von vornherein politisieren. Weil es eine sichtbare Tatsache ist, dass der Staat hier in diesem jämmerlichen Verfahren und auch in den anderen Verfahren gegen Gefangene mit allen Mitteln um seine Legitimation ringt, kämpft. Das alle Mittel, das hat nun wirklich fast jeder. Herr Bader, dazu erteile ich Ihnen jetzt nicht mehr das Wort. Das Wort ist Ihnen entzogen wegen ständiger Abschweifung. Sie hatten sich ja gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen. Und man kann es vielleicht sagen mit untauglichen Mitteln. Man kann aber Ihnen eigentlich nicht das Wort verbieten. Das ist das Wesen eines solchen Prozesses. Natürlich konnte man Prinzing und Buback und andere verstehen, weil nett waren die nicht. Die haben ganz schön zugelangt. Die sagen, du Arschloch, und halt doch die Fresse, Prinzing, du machst doch hier, wer bezahlt dich denn? Ich bitte jetzt den Angeklagten Bader notfalls mit Gewalt abzuführen. Für die Richter war das tatsächlich nicht einfach, das steht fest. Aber ich bin nicht auf ihrer Seite der Berater, ich bin auf der anderen Seite. Auf Pressekonferenzen betonen die Anwälte die politische Motivation der Angeklagten. Das Gericht hat es abgelehnt, in eine Prüfung einzutreten, in welchem Ausmaß die Regierung der Bundesrepublik
in den verbrecherischen Aggressionskrieg der USA gegen Vietnam verwickelt war. Das war ein festgesetztes Programm, dass der Prozess zur Demaskierung der Justiz dienen sollte. Das halte ich für ein Ammenmärchen, dass da irgendjemand vorgeführt werden sollte oder zum Opfer gemacht werden sollte. Da waren die Kräfteverhältnisse schon ganz anders. Am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand mit erhobenen Händen. Die haben das angeordnet. Dass sie an die Wand gestellt werden. Das wird hier in der Hauptverhandlung erörtert. Wenn man sich die Bände anhört, kann man diese These, dass es primär die aggressiven Angeklagten und die Richter gewesen seien, dass man das etwas verändern muss. Ich glaube, die Linie verlief schon zwischen Anwälten und Richterschaft. Den Zuschauern bietet sich lange Zeit das gleiche Schauspiel. Mit zahlreichen Befangenheitsanträgen gegen Prinzing legen die Verteidiger den Prozess lahm. Die Gräben im Gericht werden täglich tiefer. Und nicht nur dort. Wir haben in der Schülerzeitung über die Stammheimer Prozesse berichtet. Das hat ausgereicht, dass die Schülerzeitung verboten wurde. Wir haben sie dann extra vor der Schule verkauft. Wir haben danach eine Linie gezogen mit roter Farbe. Hier endet der demokratische Teil Deutschlands. Das heißt, die Erfahrung des Polarisierens, des Ausgrenzens, des Verbietens war damals extrem alltäglich präsent. Der Prozess zieht den Volkszorn an. Die Haftbedingungen müssen viel schlimmer sein. Das Essen müsste viel mieser sein. So, die Frau ist ja auf 4 Wochen schon nicht mehr weg. Ach, wir sind zu faul zum Fressen schon. So, das ist eine Schütze 4. Ja, Streitereich ist vorbei, gnädige Frau. Hoffentlich wird es wieder kommen. Hoffentlich wird es wieder kommen. Ich kann Ihnen ganze Ordner mit Schmähpost, mit Anwürfen, mit Morddrohungen sagen. Meistens stand immer erstmal drin, wie können Sie solche Mörder verteidigen? Die Spitze der Angriffe war, dass mir mit der Post eine scharfe Patrone, ich glaube 9 mm, zugeschickt worden ist, mit einem Begleitbrief, das ist ein Todesurteil. Auch Klaus Peimann gerät in den Verdacht, Sympathisant zu sein. Der Stuttgarter Schauspieldirektor hat einen Spendenaufruf für die Zahnbehandlung von Gudrun Enslin unterstützt. Dann kam ich zurück aus den Ferien und fand mich gleich auf der Titelseite von der Bild-Zeitung mit einem Foto von mir, das ist der Finanzier des Untergrunds. Peimann spendet 10.000 Mark, wie die Bild-Zeitung das so macht. Also ich kam dann ganz schön ins Schwitzen, muss ich sagen. Hunderte Postkarten und Briefe sind die Folge. Man sollte Ihnen die Zähne einschlagen, Sie Arschloch. Heilbronn, haben Sie noch Charakter, Sie Schwein? An den Bluthund Peimann, du Dreckschwein, kommst als Nächster dran. Vergasen sollte man dich. Am besten mit Chlor oder Phosgen. Die Republik rüstet auf. Solange die RAF in Haft sitzt, droht neuer Terror. Die Behörden suchen nach den Helfershelfern der Baader-Meinhof-Gruppe. Die Polizei hat zum Beispiel im Asenwald, wo ich heute wohne, einen Schotten erschossen, der nackt in seiner Wohnung war, weil sie gedacht haben, der wäre mit der Baader-Meinhof irgendwie zusammen. Und das war furchtbar eigentlich. Der Druck von außen schweißt Häftlinge und Verteidiger zusammen. Bader verlangt von den Anwälten, Unterstützer zu rekrutieren und die Ideologie der RAF zu übernehmen. Manche, wie Croissant, folgen ihm. Es ist dazu zu sagen, dass leider die faschistische Tradition in der Bundesrepublik ungebrochen ist. Gericht und Verteidiger führen einen Kampf um die öffentliche Meinung. In den 70er Jahren ist die braune Vergangenheit der Bundesrepublik ein Dauerthema. Auch im Baader-Meinhof-Prozess. Es war unglaublich, wie sich hier also Erregungsgruppen gebildet haben. Und dazu haben natürlich während des Prozesses die Verteidiger und die Angeklagten mit ihrer Taktik ganz wesentlich beigetragen. Es gibt eine Vorstellung innerhalb der Neuen Linken und dann auch der Neuen Linken angehörenden RAF, dass man es mit einem faschistischen System in der Bundesrepublik zu tun hat, in der ehemalige Täter nach wie vor das Sagen haben.
Ein Verteidiger sieht auch den Richter in Brauner Tradition. Der Prozess hat seinen Skandal. Ist es zu Protokoll genommen, dass Herr von Plotnitz im Augenblick bemerkte Heil Dr. Prinzing? Bitte das zu protokollieren. Uns war schon klar, dass die Justiz zu den Bereichen der Gesellschaft der Bundesrepublik gehörte, die nach 1945 durchsetzt waren in großer Zahl, und zwar je höher die Führungsposition, umso häufiger, von Leuten, die schon bei den Nazis mitgemacht hatten. Die Kritik trifft den Falschen. Theodor Prinzing war niemals NS-Richter. Gegen die Mittäter des Holocaust, wie im Fall des Judenmords von Lemberg, fällt er am Stuttgarter Landgericht in den 60er Jahren zum Teil deutliche Urteile. Der Richter von Stammheim hat geholfen, NS-Unrecht aufzuarbeiten. Ich habe nicht gewusst, was er vorher, in welchen Verfahren an, entschieden hatte. Allein im ersten Prozessjahr werden gegen Theodor Prinzing 45 Befangenheitsanträge gestellt. Und nicht nur die Verteidiger schießen sich auf ihn ein. Es wurde eigentlich immer fokussiert, er. Und die war teilweise massiv, die Kritik. Und dann von alle Seiten und dann jeden Tag. Ja, ja. Es gab kaum einen Richter zu dieser Zeit, der so massiv Gegenstand in den Medien war und negativ war. Und ich glaube, dass diese Tendenz, dass sie medial doch sehr angegriffen werden und wirklich auch ihre Kompetenz in Frage gestellt wird, führt natürlich auch nochmal zu einer Verschärfung im Prozess. Sagen Sie, das ist doch nahezu ein Possenspiel, was Sie bringen. Ein Possenspiel nennen Sie das? Herr Rechtsanwalt. Ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen? Dann würde ich sagen, machen Sie ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, Herr Vorsitzender. Ich werde sofort, wenn Sie weiter in diesem Tone reden, die Pause einlegen. Die Verteidiger haben einen Antrag gestellt und dann haben sie gesagt, und mein Mandant möchte selbst diesen Antrag begründen. Und darauf haben dann die Angeklagten nicht etwa den Antrag begründet, sondern ihre Kritik an unserer Gesellschaftsform vorgetragen und ihre revolutionären Theorien. Wir als Anwälte hatten die Aufgabe, parteiisch, also auf der Seite der Angeklagten, deren Rechte durchzusetzen. Und wenn die was sagen wollen und kommen nicht zu Wort, dann hat der Anwalt die Aufgabe, das durchzusetzen, so oder so. Ströbele und Schiele sehen sich nicht als Befehlsempfänger ihrer Mandanten. Andere Verteidiger identifizieren sich mit der RAF. Sie schmuggeln heimlich Kassiber, Ausrüstung, sogar Waffen ins Gefängnis. Das Problem für die Verteidigung lag ja auch darin, dass es einzelne Verteidiger gab, die sich der RAF als Mitglieder angeschlossen haben. Brigitte Mohnhaupt hat selber mal über den Anwalt gesagt, das Büro Croissant in Stuttgart mit den Rechtsanwälten Croissant, Müller, Neverla und Lang, das ist die legale Residenz der RAF. Bader, Meinhof und Enslin sind auch in der Haft die Köpfe der RAF. Über geschmuggelte Kassiber und Kuriere halten sie Kontakt untereinander und mit den Unterstützern draußen. Einige Anwälte richten zusätzlich einen Nachrichtenverteiler ein, das sogenannte Infosystem, das die RAF später nutzt, um sich zu vernetzen. Das war eigentlich gar nicht im Sinne des Erfinders. Das Infosystem war an sich was ganz Harmloses, was den Zwecken der Verteidigung dienen sollte und auch der Beschäftigung der Angeklagten, die ja, sagen wir mal, eine Perspektive im Gefängnis von vielen, vielen Jahren vor sich hatten. Durch permanenten Druck erreichen die Angeklagten sogar Hafterleichterungen. Die Öffentlichkeit erfährt davon wenig. Die haben oben in der ganzen 7. Etage in der Justizvollzugsanstalt ist für die und die dürfen sich untereinander treffen. Die Türen sind tagsüber offen und jeder hat einen Fernseher und die haben alles Mögliche, werden sogar von außen wunderbar unterstützt und haben Literatur und haben alles. Das heißt, ja, lassen Sie uns das doch zeigen, dann ist es doch, nein, das machen wir nicht, das dürfen wir nicht machen.
Es gab ein gemeinsames Interesse zwischen RAF-Sympathisantenszene und Staatsorganen, dass dieser Vollzug als hart dargestellt wurde, als grenzwertig möglicherweise sogar. Für die RAF-Szene deutlich zu machen, dieser Staat ist zu allem in der Lage. Er ist präfaschistisch, wenn nicht sogar schon faschistisch. Und für die damals CDU-geführte Landesregierung deutlich zu machen, wir fassen die hier nicht mit Samthandschuhen an, das ist kein Hotelvollzug. Der Prozess hat die RAF wieder zu einem Machtfaktor gemacht. Das Gericht bekommt das zu spüren. Frau Meinhof, Sie haben Gelegenheit, sich zu äußern, denn der Senat erwägt, ob Sie jetzt ausgeschlossen werden müssten. Ich will mal sagen, wir werden das nicht vergessen, was Sie hier abziehen. Für Sie gab es die Maxime, mit dem Klassenfeind, mit den Repräsentanten der Justiz, redet man nicht, auf die schießt man. Knapp 100 Illegale stellen die Kampfreserve der RAF. Theodor Prinzing gehört nun zu den am meisten gefährdeten Personen der Republik. Insgeheim bereitet sich die Familie auf eine Entführung durch die RAF vor. Die Polizei hat Stichwörter gegeben, die wir dann im Falle der Entführung geben müssen, um zu zeigen, dass die Schreiben oder die Antworten oder die Hilfegesuche oder sowas echt sein. Das war übrigens zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch im Umlauf, dass da ja bestimmte Gruppe Attentate auf ihn geplant hatte. Während der Fahrt sollte sein Auto in die Luft gesprengt werden. Und die hatten auch schon genau die Strecke und den Tag. Das Versagen der Funkzündung rettet ihm das Leben. Schon einmal hat die RAF versucht, einen Richter umzubringen. 1972 entgeht Wolfgang Bodenberg nur knapp einem Attentat. Seine Frau wird schwer verletzt. Prinzings Privatleben wird vom Prozess überschattet. Wir haben uns permanent gestritten. Es waren immer wirklich Streit, Diskussionen, ja. Vielleicht habe ich die RAF auch benutzt, um irgend Gegenkrieg gegen meinen Vater aufzubauen. Ich wusste nicht, dass er eine Tochter hat, die irgendwelche Sympathien mit Linken, Rechten oder mit RAF oder einzelnen Mitgliedern oder sowas hatte. Ich sehe, dass das ein zusätzlicher Grund gewesen wäre, wenn wir es gewusst hätten, den Richter Prinzing wegen der Besorgnis der Befangenheit im Prozess abzulösen. Im siebten Stock von Stammheim herrschen dieselben Regeln wie in der Sympathisantenszene. Es gab nur Freund oder Feind. Das heißt, wenn du abgewichen bist von der Linie, wenn du Fragen hattest, wenn du Zweifel hattest, hast du nicht mehr dazugehört. Wurde ganz schnell, wurdest du bedroht, aus den Listen gestrichen, abgeschrieben. Bader und Enzlin üben Druck auf die psychisch labile Ulrike Meinhof aus. Im Prozess macht sie Andeutungen eines Hilferufs. Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat. Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist? Sie Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag entweder zu sehen. Einen Gefangenen bitte, zum Streiten. Entweder. Ich habe es damals nicht verstanden, das Wort. Aber die Angeklagten haben vieles gesprochen, was man nicht verstanden hat. Und ich habe dann gesehen, wie die Meinhof dann so rausging und so die Betonwand so mit der Hand gestreift hat, so mit der Hand dran entlang. Ja, musste ich halt fast weinen, nicht? Am 9. Mai 1976 nimmt sich Ulrike Meinhof in ihrer Zelle das Leben. Die zweite tote Angeklagte nach Holger Mainz. Ich weiß, dass ich total aufgewühlt zu meinen, es war ein Sammelabend, mittags zum Essen kam und ihn irgendwie vorwurfsvoll angeblöckt habe, die Meinhof ist gestorben. So in dem Sinn, wie kundet ihr? Die Anhänger der RAF sind überzeugt, es war Mord. Der Prozess wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Meinhof wird von der Liste der Angeklagten gestrichen. Es ging ja dann plötzlich Gerangel los, ob die Angeklagten jetzt eine bestimmte Pause bekommen sollten, die sie beantragt haben, um ihre Trauer zu überwinden und
wir schon wussten, aufgrund der Zellenfunde, nicht, wie sie in Wirklichkeit von den übrigen Angeklagten gedrängt worden ist in eine solche missliche Situation. Für die einen ist klar, die RAF braucht Märtyrer. Für die anderen steht fest, der Staat will keinen fairen Prozess führen. Das Ziel ist die Vernichtung der Angeklagten. Ich war in der Zeit immer wieder hin und her gerissen. Also ich habe durchaus auch die Position eines Richters einnehmen können, obwohl ich mich stärker mit den Angeklagten identifiziert habe. Manchmal von Sekunde zu Sekunde habe ich innerlich die Seiten gewechselt und dachte nur, in was für einem Irrenhaus bin ich hier gelandet. Das Verfahren zerrt auch an Prinzings Nerven. 174 Verhandlungstage hat er durchgehalten. Doch einen Prozess wie diesen hat er nicht erwartet. Ich glaube, dass er der Situation nicht ganz gewachsen war. Weder konnte er eine Strukturierung durchsetzen, das war natürlich auch schwierig, auch mit diesen Anfällen und auch mit den Angeklagten, wenn man eine Strukturierung durchsetzt, muss man sie vorgeben. Da muss man sagen, ich mache heute Folgendes. Und das, glaube ich, konnte er nicht. Stattdessen hat er sich in sehr kleinlichen Diskussionen dann eingelassen. Fehler schleichen sich ein. Im Januar 1977 denkt er ans Aufhören. Ich habe das mit dem Kollegen so nebenbei besprochen, habe gesagt, ich glaube, ich muss Schluss machen. Das Verfahren ist mit mir nichts mehr wert. Also es war niederdrückend und da habe ich schon bemerkt, dass ich völlig fertig war. Doch bevor er gehen kann, schießen ihn die Verteidiger ab. Dem 85. Befangenheitsantrag fällt schließlich der Gerichtsvorsitzende Theodor Prinzing am 20. Januar 1977 zum Opfer. Ein Mann mit wenig Geschick und Fortun muss gehen. Ich hab ein Schmerzgefühl für ihn auch. Auf der anderen Seite war es so das Gefühl, Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Den Vorsitz übernimmt Eberhard Voth, der bisherige Stellvertreter Prinzings. Da habe ich ab und zu ihm gesagt, sein Fehler sei, dass er zu sehr an das Gute im Menschen glaube, nämlich dass er daran glaube, man könne mit jedem anderen vernünftig über irgendwelche Dinge reden. Und es seien halt leider Gottes im Saal Leute, mit denen können wir das nicht. Er ließ zwar die Angeklagten aussprechen, aber er machte deutlich, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, nun ausführlich über einzelne politische Positionen zu debattieren. Ich glaube, das führt zu einer Versachlichung des Prozesses, wenn man überhaupt von Versachlichung sprechen kann. Mitte März 1977. Die nächste Krise des Prozesses. Es stellt sich heraus, dass die Verteidiger in der Haftanstalt abgehört wurden. Dort sind Gespräche zwischen Mitgliedern der Bader-Meinhof-Gruppe und ihren Anwälten belauscht worden. Unmittelbar nach Bekanntgabe dieser Aktion wurde der BM-Prozess auf Antrag aller Verteidiger unterbrochen und bis zur Klärung vertagt. Wenn wir Verteidigung hochhalten, und das ist ja in einem Rechtsstaat wichtig, ist das eben ein Sakrileg, ist es ein Verbrechen und beendet in der Regel den Prozess. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich habe mir in der Tat überlegt, ob ich den Bettel nicht hinschmeißen soll. Dann hat er sich doch entschlossen, es würde wegen, das sei ja doch jetzt nicht richtig und man müsse ihn weiterführen. Ich hätte eigentlich von ihm erwartet, dass er Rückgrat zeigt. Wenige Tage später ermordet die RAF den Ankläger des Verfahrens. Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter werden auf offener Straße erschossen. Der Schock über das Attentat drängt die Abhöraffäre in den Hintergrund und trägt dazu bei, dass der Bader-Meinhof-Prozess doch noch zu Ende gehen kann. Am 28. April 1977 fällt das Urteil. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können heute Morgen, als Punkt 9 Uhr der Vorsitzende des Zweiten Strafsenats Eberhard Voth das Urteil verkündet hat. Im Namen des Volkes lebenslänglich für alle drei Angeklagten und eine Zeitstrafe von 15 Jahren für 4 Morde, zahlreiche Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Juristisch meine ich, sei das gelungen. Also ich meine, wir haben über das Urteil ungemein gründlich beraten. Wenn man die Angeklagten starten und den Urteilsspruch in Verbindung setzt, kann man sozusagen als Mensch, der nicht Jurist ist, das Urteil anerkennen. Wenn man aber ein Jurist ist und sich auf das Verfahren konzentriert, dann ist das eine Schande gewesen. Der Prozess krankte an vielen Problemen. Den Sondergesetzen, der Abhöraffäre,
Dazu Angeklagte und Verteidiger, die den Prozess politisierten. Man wollte ja Gerechtigkeit. Man wollte aber auch, dass mehr oder weniger sozusagen der gesellschaftliche Frieden wiederhergestellt wird. Das Gegenteil tritt ein. Der Urteilsspruch ist der Auftakt zu einer beispiellosen Eskalation. Im Herbst 1977 entführt ein RAF-Kommando den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und tötet seine Begleiter. Schleyer, so die Forderung, soll gegen die Stammheimer Gefangenen ausgetauscht werden. Als die Bundesregierung ablehnt, kapert ein palästinensisches Kommando ein Flugzeug mit 87 Menschen. Nach der Befreiung der Geiseln durch deutsche Spezialkräfte verüben Bader, Enzlin und Raspe in ihren Stammheimer Zellen Selbstmord. Das Urteil von Stammheim wird nie rechtskräftig, da die Verteidigung Revision eingelegt hat. Juristisch gelten die toten Terroristen, über deren Verantwortung kaum Zweifel bestehen, nicht als schuldig. Das ist die bittere Ironie eines Prozesses, der wie kein anderer das Land spaltete. Diese ganzen Aufteilungen in richtig und falsch, gut, böse, war verlogen. Also die Welt bestand ja eigentlich nur noch aus zwei sehr groben Farben. Hier ist schwarz und da ist weiß oder da ist... Und dass das aufgehoben wurde, dass Fragen gestellt werden konnten, das kam ja erst Ende der 90er Jahre. Man ist heute vorsichtiger und man erkennt, dass Terrorismus nicht nur mit Hilfe des Rechts und der Härte des Gesetzes geahndet werden kann, sondern dass man auch das politisch regeln muss und dass man tatsächlich auch versuchen muss, eine ganz bewusste Deeskalationsstrategie zu fahren. Lebenslänglich bekamen nicht nur die Angeklagten. Es hat mich tatsächlich ein Leben lang so nebenher immer wieder belastet. Ich erinnere mich, dass mir irgendwann mal, ich glaube, 10 Jahre später, und dass das schrecklich war für ihn. Und das aber, glaube ich, mit niemand. Ich glaube nicht mal mit meiner Mutter. Das macht er mit sich aus. Obwohl sie die RAF nie aktiv unterstützt hat, brauchte die Tochter des Richters noch lange, um sich von der Faszination der RAF, ihrer Ideologie, ihrem Anspruch auf totale Konsequenz zu lösen. 15 Jahre meines Lebens habe ich mich mit so einem Scheißdreck, Entschuldigung, teilweise auch, mit so irrigen Gedanken auch auseinandergesetzt und schäme mich oft dann auch dafür, dass man da nicht hat Grenzen ziehen können, dass man da nicht hat schon viel früher sagen können, okay, das mögen Menschen sein, wir mögen die tollste und kühnste und menschlichste Ideen haben, aber sie töten dafür. Und damit ist Grenze gezogen und damit ist der Fisch geputzt und damit ist das klar. Erst über 20 Jahre nach dem Urteil von Stammheim gibt die RAF ihren Feldzug gegen den Staat auf. Einzig, dass der Prozess sonst überhaupt nicht hätte angefangen werden können, weil ganz klar war, dass die Angeklagten sich wieder so weit in Hungerzustand bringen würden, dass sie nicht mehr verhandlungsfähig waren. Und das Verfahren ist dann nicht mehr durchführbar. Nicht? Also diese Erkenntnis hat der Senat wohl gehabt und hat den entsprechenden Hinweis gegeben, dass das Verfahren unter diesen Umständen wohl keinen Sinn habe, dass man mit ihm anfängt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass das Gericht selber, einzelne Richter, daran beteiligt gewesen wären, an diesem Gesetzgebungsverfahren das anzuregen, Vorschläge dazu zu machen oder Ähnliches, dann wäre das für mich ein weiterer Grund für die Besorgnis der Befangenheit gewesen. Die neuen Gesetze, die zum Teil offenbar vom Gericht selbst angestoßen wurden, beschneiden auch die Rechte der Verteidiger. Ströbele darf nicht mehr am Verfahren teilnehmen. Der Vorwurf,
Unterstützung der RAF. Mit ihm werden auch Klaus Croissant und Kurt Grunewald ausgeschlossen. Und das hat natürlich sehr viel Kritik aus dem Ausland ausgelöst, weil es ja ganz typisch für einen politischen Prozess ist, die Verteidigung auszuschließen. Das sehen wir überall in der Welt. Die Anwälte sind empört. Die Verteidigung ist zerschlagen. Es ist jetzt kurz vor Prozessbeginn sind 3 Anwälte von der Verteidigung ausgeschlossen worden, sodass sie heute von der heutigen Sicht aus sagen können, es gibt keine Verteidigung mehr. Otto Schily, Verteidiger von Gudrun Enslin, sucht den Konflikt im Gerichtssaal. Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich möchte ich habe Sie ausreden lassen. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Mit einem Unterschied. Nein, ich bitte mich jetzt ausreden Herr zu lassen. Herr Rechtsanwalt. Nein, Herr Vorsitzender, ich bitte mich jetzt nicht. Ich als Vorsitzender habe das Recht, Sie Ihnen haben zu nicht sagen, das Recht, wenn mich Sie sich darüber hinaus benehmen. Als wir den Prozesssaal betraten, und das war auch jeden Morgen so, da schlug eine Welle von Aggressivität und Feindseligkeit entgegen. Ja, sogar Hass. Bader und die RAF nutzen den Prozess als Bühne. Das waren Angeklagte, die sehr selbstbewusst waren, die klar sich formulieren konnten, die in der Regel sehr eloquent waren und die natürlich auch immer wieder deutlich machten, dass sie überhaupt kein Ziel hatten, einen normalen Strafprozess zu führen, sondern sie wollten den Prozess von vornherein politisieren. Weil es eine sichtbare Tatsache ist, dass der Staat hier in diesem jämmerlichen Verfahren und auch in den anderen Verfahren gegen Gefangene mit allen Mitteln um seine Legitimation ringt, kämpft. Das alle Mittel, das hat nun wirklich fast jeder. Herr Bader, dazu erteile ich Ihnen jetzt nicht mehr das Wort. Das Wort ist Ihnen entzogen wegen ständiger Absprache. Gabriele Prinzing, die Tochter des Richters im RAF-Prozess. Ich muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit sympathisiert habe mit der RAF. Das waren für mich diejenigen, die einfach mal den Mut hatten, über das Philosophieren und Diskutieren und Grübeln und Fragen rauszugehen und zu agieren. In die Versammlung platzt eine Schreckensnachricht. Holger Mainz ist gestorben. Die Stimmung war eigentlich so, fühlte sich gefährlich an. Alle standen auf. Mörder! Und da habe ich bloß nur zittert und bebt. Weil Mörder war klar, sie meinen meinen Vater. Dann wurde spontan irgendwo verabredet, wir gehen zu Herrn Prinzing und protestieren. Holger Mainz ermordet! Prinzings Adresse steht im Stuttgarter Telefonbuch. Seine Tochter warnt ihn telefonisch. Da unten standen sie und schrien Mörder, Mörder. 200, 300 Leute. Und oben standen 2 Polizisten mit entsicherter Maschinenpistole. Nach einer Stunde ziehen die Demonstranten ab. Aber das ist erst der Auftakt. Der Tod von Holger Mainz bedeutete auch eine Verschärfung der Position gegenüber dem Gericht, auch insbesondere dem Vorsitzenden, Herrn Prinzing. Der Richter ist jetzt im Visier der RAF. Das werde ich nie vergessen, weil das genau das war der Grenzgang. Irgendwo, du fürchtest um das Leben deines Vaters und du willst und tust alles, dass ihm nichts passiert. Und auf der anderen Seite konnte die Empörung der Anwesenden teilen. Ganz klar, Holger Mainz ist gestorben. Ja. Sie war, wie man sagen muss, knall links. Und das waren die Studenten damals weitestgehend auch. Eine Generation geprägt von der Studentenrevolte 1968. Das heißt, Sehnsucht nach Veränderung, Protest gegen den Staat, gegen Autoritäten, gegen die braune Vergangenheit. Wir wollten verändern damals, das war eigentlich so die Grundstimmung, nie wieder Faschismus, nie wieder Nazizeit. Und das hat alles andere überwogen. Die Straßenschlachten von 68 hinterlassen Spuren in dieser Generation. Manche sehen in der Gewalt den einzig konsequenten Weg, etwas zu verändern. Wie der Student Holger Mainz.
Auf der anderen Seite war so das Gefühl, Gott sei Dank, jetzt ist vorbei. Den Vorsitz übernimmt Eberhard Voth, der bisherige Stellvertreter Prinzings. Da habe ich ab und zu ihm gesagt, sein Fehler sei, dass er zu sehr an das Gute im Menschen glaube, nämlich dass er daran glaube, man könne mit jedem anderen vernünftig über irgendwelche Dinge reden. Und es seien halt leider Gottes im Saal Leute, mit denen können wir das nicht. Er ließ zwar die Angeklagten aussprechen, aber er machte deutlich, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, nun ausführlich über einzelne politische Positionen zu debattieren. Ich glaube, das führt zu einer Versachlichung des Prozesses, wenn man überhaupt von Versachlichung sprechen kann. Mitte März 1977. Die nächste Krise des Prozesses. Es stellt sich heraus, dass die Verteidiger in der Haftanstalt abgehört wurden. Dort sind Gespräche zwischen Mitgliedern der Bader-Meinhof-Gruppe und ihren Anwälten belauscht worden. Unmittelbar nach Bekanntgabe dieser Aktion wurde der BM-Prozess auf Antrag aller Verteidiger unterbrochen und bis zur Klärung vertagt. Wenn wir Verteidigung hochhalten, und das ist ja in einem Rechtsstaat wichtig, ist das eben ein Sakrileg, ist es ein Verbrechen und beendet in der Regel den Prozess. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich habe mir in der Tat überlegt, ob ich den Bettel nicht hinschmeißen soll. Dann hat er sich doch entschlossen, es würde wegen, das sei ja doch jetzt nicht richtig und man müsse ihn weiterführen. Ich hätte eigentlich von ihm erwartet, dass er Rückgrat zeigt. Wenige Tage später ermordet die RAF den Ankläger des Verfahrens. Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter werden auf offener Straße erschossen. Der Schock über das Attentat drängt die Abhöraffäre in den Hintergrund und trägt dazu bei, dass der Bader-Meinhof-Prozess doch noch zu Ende gehen kann. Am 28. April 1977 fällt das Urteil. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können heute Morgen, als Punkt 9 Uhr der Vorsitzende des Zweiten Strafsenats Eberhard Voth das Urteil verkündet hat. Im Namen des Volkes lebenslänglich für alle drei Angeklagten und eine Zeitstrafe von 15 Jahren für 4 Morde, zahlreiche Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Juristisch meine ich, sei das gelungen. Also ich meine, wir haben über das Urteil ungemein gründlich beraten. Wenn man die Angeklagten starten und den Urteilsspruch in Verbindung setzt, kann man sozusagen als Mensch, der nicht Jurist ist, das Urteil anerkennen. Wenn man aber ein Jurist ist und sich auf das Verfahren konzentriert, dann ist das eine Schande gewesen. Der Prozess krankte an vielen Problemen. Den Sondergesetzen, der Abhöraffäre, dazu Angeklagte und Verteidiger, die den Prozess politisierten. Dem Staat trauen viele Sympathisanten alles zu, nur keinen fairen Prozess. Angeheizt wird der Konflikt durch einen erneuten Hungerstreik der Angeklagten. Als sie am ersten Verhandlungstag im Gericht erscheinen, sind Prozessbeobachter erschüttert, wie schlecht sie aussehen. Der Gewichtszustand ist nach wie vor bedenklich. Rasper hat ein Gewicht von etwa 48 Kilogramm, Enzlin, die Frau Enzlin ein Gewicht von 42 Kilogramm, Meinhof hat ein Gewicht von 40,5 Kilogramm und Bader hat ein Gewicht von 50 Kilogramm. Das Ansehen der Angeklagten in der Öffentlichkeit, ob es positiv oder negativ war, war ja so, dass Bader sagen konnte, wenn wir hungerstreiken, rotiert die ganze Republik. Auch seine eigene Tochter Gabriele hat sich den Solidaritätskomitees angeschlossen. Wir waren immer bei solchen Veranstaltungen, also das müssen Sie sich vorstellen, eigentlich, wo irgendwas wahrhaft, da war ich auch. Ihr Vater hat derweil ein Problem. Sind die Angeklagten verhandlungsunfähig, muss der Prozess möglicherweise ausgesetzt werden. Prinzing vermutet, dass das die wahre Absicht hinter dem Hungerstreik ist. Erstens, stimmt das behauptete Untergewicht? Zweitens, worauf ist es zurückzuführen? Drittens, ist es aus ärztlicher Sicht denkbar, dass die Angeklagten mit irgendwelchen Mitteln die Gewichtsabnahme selbst herbeiführen? Herr Bader, ich verwarne Sie. Sie wissen, welche Folgen das haben würde. Was den Prozess rettet? Kurz vor Beginn treten Gesetze in Kraft, die es erlauben, auch ohne die Angeklagten zu verhandeln. Kein Zufall. Es ist 40 Jahre her, da kann ich das ja wohl sagen. Diese juristische Einsicht, dass der Prozess sonst überhaupt
nicht hätte angefangen werden können, weil ganz klar war, dass die Angeklagten sich wieder so weit in Hungerzustand bringen würden, dass sie nicht mehr verhandlungsfähig waren. Und das Verfahren ist dann nicht mehr durchführbar. Nicht? Also diese Erkenntnis hat der Senat wohl gehabt und hat den entsprechenden Hinweis gegeben, dass das Verfahren unter diesen Umständen wohl keinen Sinn habe, dass man mit ihm anfängt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass das Gericht selber, einzelne Richter, daran beteiligt gewesen wären, an diesem Gesetzgebungsverfahren das anzuregen, Vorschläge dazu zu machen oder Ähnliches, dann wäre das für mich ein weiterer Grund für die Besorgnis der Befangenheit gewesen. Die neuen Gesetze, die zum Teil offenbar vom Gericht selbst angestoßen wurden, beschneiden auch die Rechte der Verteidiger. Ströbele darf nicht mehr am Verfahren teilnehmen. Der Vorwurf? Unterstützung der RAF. Mit ihm werden auch Klaus Croissant und Kurt Grunewald ausgeschlossen. Das hat natürlich sehr viel Kritik aus dem Ausland ausgelöst, weil es ja ganz typisch für einen politischen Prozess ist, die Verteidigung auszuschließen. Das sehen wir überall in der Welt. Die Anwälte sind empört. Die Verteidigung ist zerschlagen. Es ist jetzt kurz vor Prozessbeginn sind 3 Anwälte von der Verteidigung ausgeschlossen worden, sodass sie heute von der heutigen Sicht aus sagen können, es gibt keine Verteidigung mehr. Otto Schily, Verteidiger von Gudrun Enslin, sucht den Konflikt im Gerichtssaal. Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich möchte Sie bitten, nicht ausreden zu reden. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Mit einem Unterschied. Nein, ich bitte mich jetzt ausreden Herr zu lassen. Herr Rechtsanwalt. Nein, Herr Vorsitzender, ich als Vorsitzender habe das Recht, Sie Ihnen haben zu nicht sagen, das Recht, wenn mich Sie zu sich unterbrechen. Drüber hinaus benehmen. Als wir den Prozesssaal betraten, und das war auch jeden Morgen so, da schlug eine Welle von Aggressivität und Feindseligkeit entgegen. Ja, sogar Hass. Bader und die RAF nutzen den Prozess als Bühne. Das waren Angeklagte, die sehr selbstbewusst waren, die klar sich formulieren konnten, die in der Regel sehr eloquent waren. Und die natürlich auch immer wieder deutlich machten, dass sie überhaupt kein Ziel hatten, einen normalen Strafprozess zu führen, sondern sie wollten den Prozess von vornherein politisieren. Dass es eine sichtbare Tatsache ist, dass der Staat hier in diesem jämmerlichen Verfahren und auch in den anderen Verfahren gegen Gefangene mit allen Mitteln um seine Legitimation ringt, kämpft. Das alle Mittel, das hat nun wirklich fast jeder. Herr Bader, dazu erteile ich Ihnen jetzt nicht mehr das Wort. Das Wort ist Ihnen entzogen wegen ständiger Abschweifung. Sie hatten sich ja gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen. Und man kann es vielleicht sagen mit untauglichen Mitteln. Man kann aber Ihnen eigentlich nicht das Wort verbieten. Das ist das Wesen eines solchen Prozesses. Natürlich konnte man Prinzing und Buback und andere verstehen, weil nett waren die nicht. Die haben ganz schön zugelangt. Die sagen, du Arschloch, und halt doch die Fresse, Prinzing, du machst doch hier... Wer bezahlt dich denn? Ich bitte jetzt den Angeklagten Bader notfalls mit Gewalt abzuführen. Für die Richter war das tatsächlich nicht einfach, das steht fest. Aber ich bin nicht auf Ihrer Seite der Berater, ich bin auf der anderen Seite. Auf Pressekonferenzen betonen die Anwälte die politische Motivation der Angeklagten. Das Gericht hat es abgelehnt, in eine Prüfung einzutreten, in welchem Ausmaß die Regierung der Bundesrepublik in den verbrecherischen Aggressionskrieg der USA gegen Vietnam verwickelt war. Das war ein festgesetztes Programm, dass der Prozess zur Demaskierung der Justiz dienen sollte. Es war unglaublich, wie sich hier also Erregungsgruppen gebildet haben. Und dazu haben natürlich während des Prozesses die Verteidiger und die Angeklagten mit ihrer Taktik ganz wesentlich beigetragen. Es gibt eine Vorstellung innerhalb der Neuen Linken und dann auch der Neuen Linken angehörenden RAF, dass man es mit einem faschistischen System in der Bundesrepublik zu tun hat, in der ehemalige Täter nach wie vor das Sagen haben. Ein Verteidiger sieht auch den Richter in brauner Tradition. Der Prozess hat seinen Skandal. Ist es zu Protokoll genommen, dass Herr von Plotnitz im Augenblick bemerkte Heil Dr. Prinzing. Bitte das zu protokollieren. Uns war schon klar,
dass die Justiz zu den Bereichen der Gesellschaft der Bundesrepublik gehörte, die nach 1945 durchsetzt waren in großer Zahl, und zwar je höher die Führungsposition, umso häufiger, von Leuten, die schon bei den Nazis mitgemacht hatten. Die Kritik trifft den Falschen. Theodor Prinzing war niemals NS-Richter. Gegen die Mittäter des Holocaust, wie im Fall des Judenmords von Lemberg, fällt er am Stuttgarter Landgericht in den 60er Jahren zum Teil deutliche Urteile. Der Richter von Stammheim hat geholfen, NS-Unrecht aufzuarbeiten. Ich habe nicht gewusst, was er vorher, in welchen Verfahren entschieden hatte. Allein im ersten Prozessjahr werden gegen Theodor Prinzing 45 Befangenheitsanträge gestellt. Und nicht nur die Verteidiger schießen sich auf ihn ein. Es wurde eigentlich immer fokussiert, er. Und die war teilweise massiv, die Kritik. Und dann von allen Seiten und dann jeden Tag. Ja, ja. Es gab kaum einen Richter zu dieser Zeit, der so massiv Gegenstand in den Medien war und negativ war. Und ich glaube, dass diese Tendenz, dass sie medial doch sehr angegriffen werden und wirklich auch ihre Kompetenz in Frage gestellt wird, führt natürlich auch nochmal zu einer Verschärfung im Prozess. Sagen Sie, das ist doch nahezu ein Possenspiel, was Sie bringen. Ein Possenspiel nennen Sie das? Herr Rechtsanwalt. Ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen? Dann würde ich sagen, machen Sie ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, Herr Vorsitzender. Ich werde sofort, wenn Sie weiter in diesem Tone reden, die Pause einlegen. Die Verteidiger haben einen Antrag gestellt und dann haben sie gesagt, und mein Mandant möchte selbst diesen Antrag begründen. Und darauf haben dann die Und für die damals CDU geführte Landesregierung deutlich zu machen, wir fassen die hier nicht mit Samthandschuhen an, das ist kein Hotelvollzug. Der Prozess hat die RAF wieder zu einem Machtfaktor gemacht. Das Gericht bekommt das zu spüren. Frau Meinhof, Sie haben Gelegenheit, sich zu äußern, denn der Senat erwägt, ob Sie jetzt ausgeschlossen werden müssten. Ich will mal sagen, wir werden das nicht vergessen, was Sie hier abziehen. Für Sie gab es die Maxime, mit dem Klassenfeind, mit den Repräsentanten der Justiz, redet man nicht, auf die schießt man. Knapp 100 Illegale stellen die Kampfreserve der RAF. Theodor Prinzing gehört nun zu den am meisten gefährdeten Personen der Republik. Insgeheim bereitet sich die Familie auf eine Entführung durch die RAF vor. Die Polizei hat Stichwörter gegeben, die wir dann im Falle der Entführung geben müssen, um zu zeigen, dass die Schreiben oder die Antworten oder die Hilfegesuche oder sowas echt seien. Das war übrigens zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch im Umlauf, dass da ja bestimmte Gruppe Attentate auf ihn geplant hatte. Während der Fahrt sollte sein Auto in die Luft gesprengt werden. Und die hatten auch schon genau die Strecke und den Tag. Das Versagen der Funkzündung rettet ihm das Leben. Schon einmal hat die RAF versucht, einen Richter umzubringen. 1972 entgeht Wolfgang Bodenberg nur knapp einem Attentat. Seine Frau wird schwer verletzt. Prinzings Privatleben wird vom Prozess überschattet. Wir haben uns permanent gestritten. Es waren immer wirklich Streit, Diskussionen, ja. Vielleicht habe ich die RAF auch benutzt, um irgend Gegengewicht gegen meinen Vater aufzubauen. Ich wusste nicht, dass er eine Tochter hat, die irgendwelche Sympathien mit Linken, Rechten oder mit RAF oder einzelnen Mitgliedern oder sowas hatte. Ich sehe, dass das ein zusätzlicher Grund gewesen wäre, wenn wir es gewusst hätten, den Richter Prinzing wegen der Besorgnis der Befangenheit im Prozess abzulösen. Im siebten Stock von Stammheim herrschen dieselben Regeln wie in der Sympathisantenszene. Es gab nur Freund oder Feind. Das heißt, wenn du abgewichen bist von der Linie, wenn du Fragen hattest, wenn du Zweifel hattest, hast du nicht mehr dazugehört. Wurdest du bedroht,
aus den Listen gestrichen, abgeschrieben. Bader und Enslin üben Druck auf die Psyche. Im Juni 1972 gelingt der Polizei der große Schlag gegen die RAF. Nach einem Feuergefecht werden die führenden Köpfe der Gruppe, Holger Mainz, Jan-Karl Raspe und Andreas Bader, in Frankfurt festgenommen. Kurz darauf auch Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof. Das Paradoxe an der ganzen RAF und auch an dem Stammheim-Prozess und allem anderen, was später kommt, ja, ist, dass sie ihre Bedeutung und ihr größtes Bedrohungspotenzial erst in dem Moment entfaltet, in dem ihre Köpfe hinter Schloss und Riegel gebracht worden sind. Die RAF-Mitglieder kommen in Untersuchungshaft. In Stuttgart-Stammheim soll ihnen der Prozess gemacht werden. Für 12 Millionen Mark wird dafür eigens ein Gerichtsgebäude auf dem Gelände des Gefängnisses gebaut. Ein einmaliger Vorgang in der bundesdeutschen Geschichte. Der Richter des Prozesses ist ein erfahrener Jurist und ehemaliger Leutnant in Hitlers Wehrmacht. Für den Senat handelt es sich hier um einen Straffall, der sich nach den Regeln unserer Prozessordnung abwickelt. Wir werden darauf achten, dass den Angeklagten keine Rechte beschnitten werden, aber umgekehrt, dass die Rechte auch von keiner Seite missbraucht werden. Wir Anwälte hatten zunächst ein normales, unverkrampftes Verhältnis zu dem Richter. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mindestens nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Parteien und mit Anwälten, dass ich mindestens ein erträgliches Niveau schaffen könnte, Verhandlungsniveau. Ende 1974 werden die Köpfe der RAF nach Stammheim verlegt. Dort soll in wenigen Wochen der Prozess gegen Enslin, Raspe, Bader, Meinhof und Mainz beginnen. Die Anklage lautet auf vierfachen Mord und vieles mehr. Bekennerschreiben der RAF lassen an der Verantwortung der Gruppe kaum Zweifel. Es droht lebenslängliche Haft. Doch die Terroristen spielen nicht mit. Gegen die verschärften Haftbedingungen, die die Behörden verhängen, setzen die Gefangenen auf Hungerstreiks. Das hat es nach 45 noch nie gegeben, dass man das Gefangene, den eigenen Körper als Waffe einsetzen. Und das ist schon wirklich ein enormer Schritt. Denn sie mussten ja damit rechnen, wie auch Holger Mainz, dass sie tatsächlich das auch nicht überlebten. Noch vor Prozessbeginn ist einer der Angeklagten tot. Ein Desaster für die Justiz. Sie steht nun am Pranger. Und die RAF hat einen Märtyrer. Holger, der Kampf geht weiter. Es bleibt für mich der Vorwurf gegen die Anwälte, dass das ganz bewusst gesteuert war. Mainz war ein bewusstes Opfer, um die Stimmung weiter anzuheizen vor dem Prozess. Es sind Behaupter für ihn auch. Auf der anderen Seite war so das Gefühl, Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Den Vorsitz übernimmt Eberhard Voth, der bisherige Stellvertreter Prinzings. Da habe ich ab und zu ihm gesagt, sein Fehler sei, dass er zu sehr an das Gute im Menschen glaube, nämlich dass er daran glaube, man könne mit jedem anderen vernünftig über irgendwelche Dinge reden. Und es seien halt leider Gottes im Saal Leute, mit denen können wir das nicht. Er ließ zwar die Angeklagten aussprechen, aber er machte deutlich, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, nun ausführlich über einzelne politische Positionen zu debattieren. Ich glaube, das führt zu einer Versachlichung des Prozesses, wenn man überhaupt von Versachlichung sprechen kann. Mitte März 1977. Die nächste Krise des Prozesses. Es stellt sich heraus, dass die Verteidiger in der Haftanstalt abgehört wurden. Dort sind Gespräche zwischen Mitgliedern der Bader-Meinhof-Gruppe und ihren Anwälten belauscht worden. Unmittelbar nach Bekanntgabe dieser Aktion wurde der BM-Prozess auf Antrag aller Verteidiger unterbrochen und bis zur Klärung vertagt. Wenn wir Verteidigung hochhalten, und das ist ja in einem Rechtsstaat wichtig, ist das eben ein Sakrileg, ist es ein Verbrechen und beendet in der Regel den Prozess. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich habe mir in der Tat überlegt, ob ich den Bettel nicht hinschmeißen soll. Dann hat er sich doch entschlossen, es würde wegen, das sei ja doch jetzt nicht richtig und man müsse ihn weiterführen. Ich hätte eigentlich von ihm erwartet, dass er Rückgrat zeigt. Wenige Tage später ermordet die RAF den Ankläger des Verfahrens. Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter werden auf offener Straße erschossen.
Der Schock über das Attentat drängt die Abhöraffäre in den Hintergrund und trägt dazu bei, dass der Baader-Meinhof-Prozess doch noch zu Ende gehen kann. Am 28. April 1977 fällt das Urteil. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können heute Morgen, als Punkt 9 Uhr der Vorsitzende des Zweiten Strafsenats Eberhard Voth das Urteil verkündet hat. Im Namen des Volkes lebenslänglich für alle drei Angeklagten und eine Zeitstrafe von 15 Jahren für 4 Morde, zahlreiche Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Juristisch meine ich, sei das gelungen. Also ich meine, wir haben über das Urteil ungemein gründlich beraten. Wenn man die Angeklagten starten und den Urteilsspruch in Verbindung setzt, kann man sozusagen als Mensch, der nicht Jurist ist, das Urteil anerkennen. Wenn man aber ein Jurist ist und sich auf das Verfahren konzentriert, dann ist das eine Schande gewesen. Der Prozess krankte an vielen Problemen. Den Sondergesetzen, der Abhöraffäre, dazu Angeklagte und Verteidiger, die den Thema, auch im Baader-Meinhof-Prozess. Es war unglaublich, wie sich hier also Erregungsgruppen gebildet haben. Und dazu haben natürlich während des Prozesses die Verteidiger und die Angeklagten mit ihrer Taktik ganz wesentlich beigetragen. Es gibt eine Vorstellung innerhalb der Neuen Linken und dann auch der Neuen Linken angehörenden RAF, dass man es mit einem faschistischen System in der Bundesrepublik zu tun hat, in der ehemalige Täter nach wie vor das Sagen haben. Ein Verteidiger sieht auch den Richter in brauner Tradition. Der Prozess hat seinen Skandal. Ist es zu Protokoll genommen, dass Herr von Plotnitz im Augenblick bemerkte, Heil Dr. Prinzing? Bitte das zu protokollieren. Uns war schon klar, dass die Justiz zu den Bereichen der Gesellschaft der Bundesrepublik gehörte, die nach 1945 durchsetzt waren in großer Zahl, und zwar je höher die Führungsposition, umso häufiger, von Leuten, die schon bei den Nazis mitgemacht hatten. Die Kritik trifft den Falschen. Theodor Prinzing war niemals NS-Richter. Gegen die Mittäter des Holocaust, wie im Fall des Judenmords von Lemberg, fällt er am Stuttgarter Landgericht in den 60er Jahren zum Teil deutliche Urteile. Der Richter von Stammheim hat geholfen, NS-Unrecht aufzuarbeiten. Ich habe nicht gewusst, was er vorher, in welchen Verfahren entschieden hatte. Allein im ersten Prozessjahr werden gegen Theodor Prinzing 45 Befangenheitsanträge gestellt. Und nicht nur die Verteidiger schießen sich auf ihn ein. Es wurde eigentlich immer fokussiert, er. Und die war teilweise massiv, die Kritik. Und dann von allen Seiten und dann jeden Tag. Ja, ja. Es gab kaum einen Richter zu dieser Zeit, der so massiv Gegenstand in den Medien war und negativ war. Und ich glaube, dass diese Tendenz, dass sie medial doch sehr angegriffen werden und wirklich auch ihre Kompetenz in Frage gestellt wird, führt natürlich auch nochmal zu einer Verschärfung im Prozess. Sagen Sie, das ist doch nahezu ein Possenspiel, was Sie bringen. Ein Possenspiel nennen Sie das? Herr Rechtsanwalt. Ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen? Dann würde ich sagen, machen Sie ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, Herr Vorsitzender. Ich werde sofort, wenn Sie weiter in diesem Tone reden, die Pause einlegen. Die Verteidiger haben einen Antrag gestellt und dann haben sie gesagt, und mein Mandant möchte selbst diesen